Meine lieben Freundinnen und Freunde, ich sitze hier heute, um eine Schlagzeile gemeinsam mit euch wahrzumachen. Und zwar, grüner Nachwuchs drängt nach vorne. So wie es die Taz heute geschrieben hat, nachdem die ersten Kandidaten für die Urwahl der Grünen bereitstehen. Mein Name ist Patrick Held, ich bin 24 Jahre jung. Ich habe studiert Philosophie und Wirtschaft in Bayreuth. Ich bin da seit ein paar Jahren bei den Grünen aktiv. Und ich würde gerne gemeinsam mit euch für die Grünen beim nächsten Bundestagswahl etwas reißen. Denn ich glaube, es ist an der Zeit, dass die junge Generation sich erhebt und endlich ihre Interessen für die Zukunft deutlich macht. Nämlich, dass wir auch in einem gesunden Klima, in einem gesunden und nicht verschuldeten Staat leben wollen, der nicht von Schulden zerfressen ist. Und es ist an der Zeit, dass wir aufstehen, dass wir gemeinsam zusammenarbeiten, neue Ideen ausprobieren, alte Tabus brechen und nach vorne gehen. Und jetzt werden natürlich von den grünen Politikern einige sagen, ja, das schadet uns jetzt, wenn die da nach vorne drängen. Aber gut, ja, ich glaube einfach, diesen Erneuerungsprozess, den hat die grüne Spitze seit Jahren abgewehrt. Und jetzt schlägt er sich eben halt Bahn. Und gemeinsam mit euch möchte ich einfach eine Wahlalternative zu den ganzen etwas älteren Herrschaften darstellen, die sich da jetzt gerade bewerben. Ich möchte auch in den Bundestag für die Grünen, das werde ich aber maximal 8 Jahre machen. Aber die 8 Jahre werde ich es voll und ganz machen. Und Themen, die mich besonders interessieren, sind eben gerade Probleme wie intergenerationelle Gerechtigkeit. Also wie schaffen wir es, dass heute der Lebensstandard so zumindest reduziert wird, dass in Zukunft die Menschen und die jüngeren Generationen, die jetzt auch schon geboren sind, ja, also die so alt sind wie ich und jünger, auf einem ähnlichen Level weiterleben können, wie wir es heute tun, ohne dass sie eben dabei auf Kosten von anderen Menschen auf der Welt etc. leben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie kriegen wir die Staatsverschuldung in den Griff? Wie nehmen wir nicht immer weiter Eventualverbindlichkeiten auf etc.? Ich habe nichts dagegen, solidarisch mit Griechenland oder Spanien oder sowas zu sein. Aber dann bitte nicht immer auf Pumpen, nicht immer auf Schulden, nicht immer auf Kosten zukünftiger, sondern wenn wir jemanden unterstützen, dann bitte mit dem realen Geld, was wir hier und heute zur Verfügung haben und es nicht immer den anderen und zukünftigen Generationen auflasten. Ein weiteres Problem sind technische Dilemmata, die wir angehen müssen. Ja? Also wenn es bald 3D-Drucker gibt etc., dann was dürfen die Leute dann drucken, was nicht, wie läuft das mit dem Copyright etc., Privatsphäre in einer total digitalen, vernetzten Welt, welche Rolle hat sie? Das sind alles moderne Themen, die meines Erachtens nur von jemandem angesprochen werden können, der jung ist, der dynamisch ist und der ein Ziel hat und nicht jetzt in den letzten 6-7 Jahren seiner Karriere sich nochmal mit einem Ministerposten krönen möchte. So in etwa stelle ich mir das vor, ja. Ich will aber eigentlich mit dieser Bewerbung vor allen Dingen ein Zeichen setzen. Und ich will all jenen Mut machen, die auch jung sind, die auch, weil sie eben so jung sind, noch nicht 30 Jahre bei den Grünen sind, ja, aber die trotzdem was zu sagen haben, die trotzdem gute Ideen haben, die trotzdem was bewegen wollen. Und zu lange haben sich die jüngeren, motivierten Grünen zu stark zurückgehalten. Aber die Probleme der Zukunft sind unsere. Wir werden daran leben, wir werden daran leiden, wenn es schief geht. Aber wir werden auch daran glücklich sein, wenn wir es richtig machen. Also lasst uns die Zukunft in unsere eigene Hand nehmen. Und mit dieser Kandidatur möchte ich einfach gemeinsam mit euch ein Zeichen setzen für mehr mutige, frische, junge Grüne in den vorderen Rängen. Ob da mein Foto am Ende hängt, ist überhaupt gar nicht so wichtig. Aber die Hauptsache, da hängen frische Fotos. Und in diesem Sinne freue ich mich auf euer Feedback, auf eure Unterstützung. Und auf die Spitzenkandidatur bei Bündnis 90 den Grünen. Vielen Dank.